Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen ATS-Video hier auf Alpha Logistik. Heute sind wir mal mit dem Ford LTL 900, heißt der glaube ich, Aeromax, in Montana unterwegs. Und zwar fahren wir heute von Kalispell nach Haver oder so, keine Ahnung, wie man es aussprechen will. Das ist eine der wenigen Strecken in Montana, die sehr spannend aussehen, die ich aber noch nicht gesehen habe. Gut, hier fehlt mir auch noch ein bisschen, also mir fehlt noch einiges in Montana tatsächlich. Ich habe aber zumindest jede Stadt bis jetzt schon mal gesehen. Wir haben hier kein Navi drin, merke ich gerade. Wir haben auch keinen Gang eingelegt. Haben wir wenigstens unser Licht an? Moment mal. Jetzt haben wir unser Licht an. Gut. Ich hoffe, das F3 neu stört euch nicht. Wie gesagt, wir haben leider... Gut, hier dürfen wir auch eigentlich mit dem Auflieger gar nicht drauf fahren. Aber ich will diese Strecke einfach mal sehen. Die soll nämlich wunderschön sein. Und deswegen ist mir das illegale Führen eines Aufliegers... in dem Fall einfach mal egal. Wir fahren jetzt erstmal unsere 292 Meilen und ich will so ein bisschen, ja, so ein, ich will noch, ja, schon so ein bisschen zu meiner endgültigen Meinung zu Montana kommen. Wir haben auf dem Kanal nicht viel Videomaterial dazu gesehen oder viele Streams. Einfach, weil ich vieles davon, vor allem das World of Trucks Event, relativ spät abends nach Feierabend gefahren bin. Ich muss mal kurz mein Headset zum Laden anschließen, sonst höre ich gleich nichts mehr. Relativ spät abends nach Feierabend gefahren bin oder. Und da hatte ich einfach nicht mehr die Energie zu streamen oder es war zu heiß oder sonst irgendwas. Und deswegen haben wir jetzt einfach mal von Montana, das ist jetzt das zweite Video und ich glaube zwei Streams hat es dazu gegeben. Mehr nicht. Und jetzt sagt der ein oder andere vielleicht, kannst du Montana schon komplett beurteilen? Und ich sag ja, kann ich. Ich habe nämlich jede Stadt gesehen, ich habe so diese ganzen Cruising Montana Aufträge gemacht. Ich habe schon wirklich viel, wenn auch noch nicht alles von dem DLC gesehen. Und ich glaube, die schönste Strecke ist tatsächlich die, die wir jetzt sehen werden. Zumindest für mich, weil ich ja ein riesengroßer Fan bin von großen Berg- und Wald- und Fluss- und Seelandschaften und weniger so der Wüstentyp bin. Deswegen gefällt es mir hier gerade auch tatsächlich relativ gut, oder was heißt relativ, sehr gut sogar. Und es ist tatsächlich mein erster Oh, hier kann man ja sogar durchgucken. Das ist ziemlich geil hier übrigens. Habe ich ja gesagt. Also das ist tatsächlich mein Highlight. Es gibt noch ein paar andere geile Sträßchen mit so ein bisschen Wald und schöne Landstraßen und so, aber das ist, glaube ich, tatsächlich definitiv mein Highlight des DLCs und ich glaube, es ist schon mal ein gutes Zeichen, dass wir mein Highlight in meinem abschließenden, ja, sagen wir mal Fazitvideo dazu sehen. Denn wenn man sich Montana mal auf der Map anguckt, 15 Städte und so und auch von der Fläche her, das ist jetzt nicht so riesig. Dafür, dass wir ein ganzes Jahr lang kein ATS-DLC mehr gehabt haben. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, okay, SCS hat Texas noch in der Pipeline. Das wird sehr, sehr groß. Und das kommt ja dann als nächstes, vielleicht ja sogar auch dieses Jahr noch. Deswegen kann ich mit Montana... Ich musste gerade mal einen Schluck Kaffee trinken, der übrigens viel zu bitter ist. Aber deswegen kann ich mit Montana... sehr, sehr gut leben. Einfach, weil ich weiß, dass dieses Jahr oder zumindest in naher Zukunft in den nächsten 6 bis 8 Monaten noch was kommt. Wahrscheinlich. Was dann nochmal ein bisschen größer wird. Und um die Wartezeit bis dahin so ein bisschen kürzer zu halten, haben wir jetzt halt Montana. Und ich finde Montana einfach wunderschön. Ich meine, schaut euch mal hier diese Landschaft an. Das sieht so oberaffengeil aus, das kannst du keinem erzählen. Diese ganzen weitläufigen Schluchten zwischen den Bergen und auch die ganze Vegetation hier und sowas. Das ist einfach mega cool. Und ich glaube, das ist nicht für jeden was. Ich glaube, es wird auch genug Leute und ATS-Spieler geben, die sagen, ja okay, ich finde das zwar in Ordnung mit den Bergen, aber ich hätte trotzdem gern Wüste gehabt oder Texas oder Nebraska oder was auch immer. Aber für mich persönlich passt es. Also ich finde, Montana hat ein bisschen Wald und den finde ich auch wirklich schön. Und auch die Wüste finde ich nicht hässlich, auch wenn ich persönlich mehr so der Waldtyp bin. Und man muss natürlich wissen, dass es jetzt nicht so viel ist wie zum Beispiel ein vollwertiges ETS-2-Map-DLC, ne? Dass du da jetzt nicht wirklich wochenlang mit beschäftigt bist, jede einzelne Stadt abzufahren, sondern dass du das, wenn du wirklich schnell bist, vielleicht innerhalb einer Woche geschafft hast, ne? Aber ich glaube, wenn man das weiß und auch nicht mit der Erwartung rangeht, dass man jetzt wochenlang was Neues zu fahren hat, sondern einfach, ja, für diese 12, 13 Euro, die das DLC kostet, halt einfach dementsprechend Map-Bereich hat, ne, also jetzt, ich bezahle 13 Euro, ich bekomme quasi eine Map für 13 Euro und ich bezahle im ETS 17, 18 und dann bekomme ich logischerweise auch mehr. Und wenn man das einfach weiß, dann ist das, finde ich, echt in Ordnung. Es ist, finde ich, ein guter Deal, Preis-Leistungs-Verhältnis ist in Ordnung.
Ich hatte in Montana wirklich mehrere Momente. Wir hatten da, glaube ich, irgendwo einen schönen Stausee oder so, wo ich mir gedacht habe, Alter, hier hat sich SCS nochmal ein gutes Stück weiterentwickelt. Hätte ich nicht gedacht. Und auch hier, diese Straße, die wir gerade abfahren, das ist, glaube ich, das beste Kaufargument für Montana. Ich weiß, hier sollten wir eigentlich gar nicht lang, weil du darfst hier keinen Auflieger führen und so. Und vielleicht hätte ich mir einen PKW-Mod runterladen sollen. Aber schaut euch das doch mal an. Das ist ja mal mega cool hier. Und da kann ich einfach nichts anderes zu sagen. Was anderes als Montana ist geil, bleibt mir da gar nicht zu sagen. Klar, man muss natürlich wissen, dass es nicht so riesengroß ist, dass man es relativ schnell abgefahren hat. Auch dadurch, dass Montana ein besseres Highway-Netz hat, als ich gedacht hätte, ehrlich gesagt. Ja. Deswegen hat man relativ schnell alles gesehen, vielleicht. Aber hey, es vergrößert die ATS-Map, die definitiv Vergrößerung nötig hat, um ein gutes Stück. Und ich würde es mir immer wiederholen. Ihr könnt gerne eure Meinung dazu unten reinschreiben, aber ich feiere Montana sehr. Und wenn wir mal auf die Map gehen, so klein ist es jetzt auch nicht. Also ich meine, vergleicht es mal mit hier mit, was war das hier? War das Wyoming? Ne, das ist Wyoming, glaube ich. Müsste Wyoming sein eigentlich. Ja, ich glaube, das ist Wyoming. Vergleicht es mal auf jeden Fall damit. Ne, da ist Montana dann schon ein Stückchen größer. Und hier war ich übrigens auch noch nicht überall. Zumindest nicht auf diesem Safecam. Aber ist ja auch egal. Und ich finde, es lohnt sich. Ich finde, man kann sein Geld hier rein investieren. Wenn man sagt, es ist einem zu teuer, dann muss man halt auf den nächsten Steam Sale warten. Und dann zuschlagen. Aber ich bin schon wirklich happy mit dem Gesamtpaket. Ich freue mich natürlich auch noch riesig auf Texas und bin auch natürlich jetzt sehr gespannt darauf, wie sich der ATS weiterentwickeln wird, wie groß die Map noch werden wird, wie sehr SCS noch wachsen wird und wie auch die nächsten Map-DLCs aussehen werden. Und eure Meinung zu dem Ganzen gerne mal unten rein. Wir werden jetzt die Tour noch ein Stückchen weiterfahren. Ich weiß nicht, ob ich sie komplett bis zum Ende fahre, aber die Strecke hier ist ja gerade sehr, sehr schön. Deswegen fahren wir einfach mal noch ein Stück weiter. Das müsste auch der Yellowstone Nationalpark tatsächlich sein. Und ich überlege gerade noch, ob es irgendeinen Kritikpunkt an Montana gibt, aber ich glaube nicht. Wie gesagt, ihr müsst halt wissen, dass es nicht das größte Map-DLC ist, wie die meisten anderen ATS-DLCs auch. Aber ansonsten ist es, glaube ich, nichts dabei, was man wissen muss oder was kritikmäßig da ist. Ich habe auch keine Bugs, glaube ich, gefunden. Wobei ich glaube, es gab irgendwo einen Baum, der so ein bisschen in die Straße reingewachsen ist. Aber das ist natürlich auch nur eine Kleinigkeit, so gesehen. Und so war ernsthaft Schlimmes fällt mir jetzt gar nicht ein, was Montana irgendwie falsch oder nicht gut macht. Und wenn euch was einfällt, könnt ihr es natürlich gerne unten reinschreiben. Cruising Montana Event könnt ihr übrigens noch machen. Da bekommt ihr, ich glaube, so ein bisschen Lackierung und so ein bisschen Zeug für den Innenraum bekommt ihr da, wenn ihr das abschließt. Gibt es natürlich ein persönliches Ziel und ein Community-Ziel, so wie immer bei den World of Trucks Events. Und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vor allem, wenn ein neues DLC rauskommt, macht das ja Sinn, einfach um dieses neue DLC so ein bisschen kennenzulernen. Und das hat mir in Montana auf jeden Fall auch gut getan und mir sehr geholfen, mir zu Montana, glaube ich, auch eine Meinung zu bilden. So ein Stück weit. Neuen Aussichtspunkt haben wir entdeckt und weil Montana ja immer noch ein neues DLC ist, fahren wir hier jetzt mal drauf und gucken uns einfach mal diesen Aussichtspunkt an. Wo müssen wir dafür hin? Ich glaube auf die andere Seite vom Parkplatz einfach. Der Parkplatz scheint auch. Oh, nicht auf dem Bürgersteig. Parkplatz scheint auch riesengroß und wunderschön zu sein. Und vor allem mit dem Traffic Mod von Jezzycat kommt ja halt so ein richtig schönes amerikanisches Feeling auf. Da steht ein Ford Escape. Also die US-Version vom Ford Cougar und ein Chrysler PT Cruiser und ein Dodge Ram ist da und ein GMC, dieses Riesen-SUV da vorne ist da und ein Toyota Corolla Stufenheck. Also dieses, auch die Autos, diese typisch US-amerikanischen Autos, die gehören da auf jeden Fall auch mit dazu. Und hier auch wieder ein Ford Escape. Deswegen kann ich auch das KI-Traffic Pack von Jezzycat nur jedem empfehlen. Wir schauen uns jetzt einfach mal die Filmsequenz an, auch wenn ich da krumm und schief geparkt habe, kann ich wenigstens noch einen Schluck Kaffee trinken. Es sieht schon sehr, sehr geil aus. Haben wir auch mit diesem kleinen Fußgängerweg, der so ein bisschen den Berg hochführt, wo auch gerade jemand hochläuft tatsächlich. Das finde ich schon ordentlich gemacht. Oh, das ist natürlich geil. Und die Straße, die wir rechts im Bild sehen, die ist natürlich auch befahrbar, ne? Das ist ganz wichtig. Was ist das da unten? Ist das ein Fluss oder ist das auch irgendeine Straße, die man eventuell sogar befahren kann? Ne, es ist ein Fluss, okay. Ich dachte gerade schon.
Nee, ist ein Fluss. Weil es soll irgendwo noch so geheime, versteckte Straßen geben, aber ich habe bis jetzt in Montana noch kaum eine gefunden. Logan Pass, Visitor Center, Continental, irgendwas. Also ich denke mal, das hier wird tatsächlich auch real mehr oder weniger 1 zu 1 nachgebaut sein. Natürlich auch immer geil. Also wenn von euch vielleicht jemand schon hier war. Oh, aber ich würde, da könnt ihr es gerne mal unten reinschreiben, ob es hier wirklich so wunderschön und so malerisch aussieht. Mir gefällt's, haben sie gut gemacht. Wenn ihr bedenkt, dass diese Engine hier schon ewig alt ist, dann haben die das schon richtig ordentlich gemacht. Jetzt haben wir ja immer noch ein paar Meilen vor uns, auf denen wir diese schöne Landschaft genießen. Also wir haben immer noch, also wir sind gerade mal 40 Meilen gefahren, ne? Klar, wir sind jetzt auch relativ langsam gefahren. Ich hoffe, wir können gleich mal ein bisschen schneller fahren. Auch dass die Polizei hier in Montana teilweise mit so richtigen Rammbügeln vorne an ihren Streifenwegen rumfährt. Habe ich so bis jetzt auch noch nicht gesehen. Nicht mal in irgendwelchen Serien oder so. Das ist mir neu. Aber ist cool. Ist vielleicht in Montana, wo du sehr viele abgelegene Regionen hast und sehr wenig große Städte und viel tief auf dem Land unterwegs bist, wo auch nicht wirklich was los ist, da ist es vielleicht auch ganz sinnvoll. Müssen wir hier überhaupt nach rechts? Oder fahre ich jetzt falsch? Ne, wir müssen auch nach rechts. Schon richtig. Dann fahren wir hier mal weiter runter. Also 35 Meilen, die hier erlaubt sind, sind natürlich ein Witz, aber wir sind halt im Nationalpark. Das sind, was sind das? 60 km/h oder so? Deswegen wird das Video auch wahrscheinlich ein bisschen länger, wenn ich wirklich bis zum Ende hinfahren sollte. Aber ich glaube, das ist es auf jeden Fall wert. Schaut euch allein mal das hier jetzt an. Diese Unterführung ist ja mal mega geil. Ich weiß auch gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Das ist einfach Hammer. Vielleicht kriegen wir die ja noch auf dem Thumbnail so im Hintergrund irgendwie mit drauf. Das ist ja richtig krass. Das ist wirklich krass. Ich meine, guck mal. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen näher an den LKW rangehen. Aber statt ran zu zoomen, rauszoomen, damit man so ein bisschen die Unterführung im Hintergrund besser sieht, das ist schon sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön und idyllisch gemacht. Und wie gesagt, ich war noch nie nun in den USA und auch nicht in Montana, aber vielleicht, oder ich habe zumindest eine sehr starke Vermutung, dass es auch wirklich sehr, sehr realistisch umgesetzt ist. Auch diese etwas weitläufigere Bergabfahrt hier gefällt mir richtig gut. Das macht SCS bei Montana DLC generell oft richtig. Also es ist tatsächlich an vielen Stellen etwas weitläufiger geworden als so die DLCs, die man vorher von SCS kannte. Auch wenn man mal den Highway entlang fährt, dass man mal so ein bisschen eine weitläufigere Landschaft links und rechts hat. Das ist natürlich geil und ich glaube, da macht SCS auch Fortschritte. Und auch hier, dass du einen Parkstreifen hast, die Leute parken und gehen wandern oder gucken sich die Landschaft an, machen Fotos, was auch immer. Das ist natürlich auch sehr, sehr cool. Und dass hier auch dann immer wieder Motorradfahrer stehen oder so kleine Infotafeln oder sowas. Das sind halt Details, von denen hast du 2012, als der ETS 2 zum ersten Mal rauskam, hast du geträumt von sowas. Und mittlerweile geht sowas halt alles. Und im ATS sind die Jungs von SCS und Mädels natürlich gefühlt ja immer noch ein bisschen detailverliebter als im ETS. Und es ist einfach herrlich. Allein diese ganzen kleinen Parkplätze, wo du anhalten und Bilder machen kannst und so, das ist schon wunderschön. Also hier mal mit einem PKW oder mit diesem Ford F350, den ich in Kanada mal gefahren bin, damit mal hier durchheizen. Ich glaube, das könnte richtig gut passen am Ende des Tages. Hier dürfen wir immerhin schon wieder 45 fahren, das dürften so 70 km/h sein. 70, 75 vielleicht. Müssen wir nicht mehr ganz so schleichen. Aber das Polizeiauto vor uns ist auch nicht gerade schnell. Ja gut, hier vorne sind ja eh wieder 35. Ich greife mal kurz zu meiner Flasche Wasser. Weil Kaffee macht wach, aber löscht keinen Durst. So, bei der Hitze ist natürlich wichtig, viel zu trinken. Moment. Okay, hier kann man sogar offiziell reinfahren. Ich gehe nochmal kurz mit, weil ich dachte, das wäre jetzt so irgendwas Verstecktes. Gut, okay, mit unserem Trailer werden wir da wahrscheinlich nicht rumkommen. Aber schön. Schön, dass es hier auch mal so kleinere Feldwege gibt, wo man auch einfach mal reinfahren kann. Und ich glaube, jetzt sind wir tatsächlich so ein bisschen an der Ausfahrt von diesem Nationalpark. Hier haben wir wahrscheinlich noch sowas in die Richtung Museum. Da stehen noch zwei Schulbusse, die wahrscheinlich hier gerade Kinder auf dem Tagesausflug abliefern. Und ich glaube, hier endet zumindest die Straße, wo man
streng genommen mit einem LKW, der Fracht transportiert, nicht drauffahren darf. Ja, zumindest nicht als Transitverkehr, sondern nur, wenn man wirklich dorthin oder dort weg will. Und jetzt geht es dann wieder auf quasi öffentliche Straßen, wo wir vielleicht auch ein bisschen zügiger fahren können. Und hier können wir natürlich wunderschön einmal über die Tankstelle abkürzen. Ich bin ein Arschloch. Oh, das da sieht auch aus, als könnte das eine versteckte Straße sein, ehrlich gesagt. Nein, da ist mehr Wände. Okay, ich habe mich getäuscht, aber wäre geil gewesen. So, jetzt ziehen wir hier einfach mal raus. Und jetzt werden wir, denke ich mal, etwas zügiger vom Fleck kommen als bisher. Aber die Landschaft ist halt schön und da stört es mich auch nicht mal länger unterwegs zu sein und länger ein bisschen labern zu müssen. Ich erzähle euch zwar das ganze Video nur, wie schön ich es hier finde, aber ist ja egal. Ich kann ja auch mal ein bisschen über den Truck reden, zur Abwechslung mal. Ford Aeromex habe ich für die 1.39 damals mal auf Instagram bei Virtual Truck Driver, wenn ihr den kennt. Habe ich den mal gesehen, bin dann selbst auf SimulatorGameMods.com gegangen, habe mir den runtergeladen und seitdem ist es so ziemlich mein Lieblingsmod im ATS. Klar, der Tacho stimmt nicht ganz und ich habe mir hier auch kein Navi reingehängt und so und der ist nicht perfekt, aber ich fahre den irgendwie trotzdem mega gerne. Ich finde den einfach geil. Also auch den Truck an sich halt, ne? Nicht nur den Mod und die Umsetzung, sondern auch den Truck an sich. In der Realität, wie er aussieht und vom Fahrgefühl gefällt er mir halt einfach ziemlich gut. Macht ordentlich was her und vor allem in diesem serienmäßigen Rot finde ich den sehr, sehr schön. Gleich werden wir wahrscheinlich so ein bisschen ausgebremst von den Kollegen da vorne. Ich habe den adaptiven Tempomat an, bringt natürlich nichts, wenn der Truck, den man fährt, keinen Retarder hat und er sich dann mit der Motorbremse versucht, irgendwie da reinzubremsen. Es geht meistens in die Hose. Krass, also für 90 Meilen haben wir tatsächlich schon so lange gebraucht. Ich bin natürlich auch ein Profi, weil ich habe mein OBS zwar auf dem zweiten Monitor offen, aber meine Windows-Leiste verdeckt mir die Anzeige, wie lange ich schon aufnehme. Wahrscheinlich schon viel zu lange. Ich möchte den Auftrag aber eigentlich schon echt gern noch fertig fahren. Vor allem so schön, wie die Landschaft eben war, muss ich das eigentlich noch tun. Und jetzt wird es da vorne ja auch zweispurig. Vielleicht kann man dann da etwas schneller voran. Es dauert nicht mehr ganz so lange und ich muss nicht mehr ganz so lange hier in der Hitze sitzen. Ich glaube, viele von euch feiern Montana aber auch. Also das, was ich so an Feedback bisher auf Instagram oder auch auf YouTube bekommen habe, finden das DLC viele Leute von euch auch sehr, sehr gut und sehr, sehr schön umgesetzt. Und es freut mich natürlich, dass wir da quasi einer Meinung sind. Es gibt natürlich auch ein paar Leute, die sagen, ja, ich fahre kein... Die Ampel war ja rot. Es gibt natürlich auch ein paar Leute, die sagen immer, ja, ich fahre kein ATS, mir reicht der ETS, die können dann damit logischerweise nichts anfangen. Aber ich denke mir dann auch öfter mal, okay, wenn ich jetzt die ganze Zeit ETS fahren würde, würde mir auch ein bisschen langweilig werden. Deswegen bin ich froh, dass es den ATS gibt und ab und zu mal mit einem amerikanischen Truck durch die Gegend fahren, das ist schon auch ziemlich cool. Und habt ihr das, war das in meinem Kopf? Habt ihr das auch gesehen? Das ist eigentlich krass. Die Leute hier in Amerika können echt kein Auto fahren. Rast der mit dem Bus einfach diesem Tanker da rein? Das ist unfassbar. Wieso war die Ampel denn jetzt rot? Die war doch gelb. So, wir beschleunigen die Karre jetzt erstmal wieder, beziehungsweise sind eigentlich schon schnell genug. 45 sind ja nur erlaubt, wobei da vorne sind wieder 70, das heißt für uns 65. Und wir probieren natürlich die auch zu fahren, damit wir den Auftrag hier auch irgendwann mal abliefern können. Und hier ist es halt, das ist halt wieder das genaue Gegenteil. Und solche Landschaften hast du in Montana halt auch oft. Hier ist keine Spur von Wald oder Wasser oder sowas. Und es ist eine relativ karge Landschaft in der Wüste, aber es sieht trotzdem irgendwie schön und detailreich ausgestaltet aus. Also mir gefällt es definitiv. Und wir werden momentan irgendwie in jedem Video, in jedem Spiel Kreditraten abgebucht. Das ist doch eine einzige Frechheit. Aber wie gesagt, ihr könnt ja mal reinschreiben, wie ihr es findet und vor allem auch, was ihr schöner findet. Ob ihr mehr so der Typ seid für Wald oder mehr so für Wüste oder ob ihr einfach sagt, nö, ich fahr beides gern, Hauptsache schön umgesetzt.
Und es sieht halt auch einfach mega geil aus hier. Muss man ja auch einfach mal so sagen. Ich meine, guckt euch das mal an. Ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass die Bodentexturen und auch die Texturen von der Vegetation, dass das hier alles noch so ein bisschen kräftiger von den Farben her aussieht als in anderen Wüstenbereichen der Map, die wir bis jetzt so gesehen haben. Also dass das Gelb hier in der Wüste quasi ein bisschen kräftiger ist und so aber das kann auch natürlich, das kann auch subjektiv sein und ich kann mich da auch einfach täuschen. Aber wer weiß, vielleicht habe ich ja auch recht. Könnt ihr aber gerne unten reinschreiben, wie ihr das empfindet. Und diese kleine Siedlung oder was das war, an der wir jetzt vorbeigefahren sind, war ja auch mal mega cool. Da stand auf jeden Fall irgendein alter Schulbus in dem Hof rum. Hier haben sich irgendwelche Leute ihre Autos kaputt gefahren, mitten am Feldweg. Natürlich auch geil. Und hier kommen wir, glaube ich, in so ein kleines Dörfchen rein, was bestimmt auch zu dem auf der anderen Seite vom Fluss dazugehört. So kleinstadtmäßig vielleicht. Oh, vielleicht doch ein bisschen mehr als eine Kleinstadt. Guck mal. Warum kann man an den Tankstellen jetzt mit dem LKW nicht tanken? Das wäre echt cool eigentlich. Aber schaut mal, die haben hier alles. Die haben hier eine Tankstelle, die haben hier einen Taco-Laden, die haben Supermärkte. Nur das Wohngebiet sehe ich irgendwie nicht. Paar einsame Wohnhäuser habe ich wo? Ja, doch, da hinten. Ja, aber es ist halt auch schön, dass man dann auch mal ab und zu durch so eine schöne kleine Kleinstadt kommt. Im ATS. Das ist dann mehr so ein bisschen, eben das war so ein bisschen Industriegebiet und das hier ist jetzt mehr so das alte Stadtzentrum quasi. Ist natürlich auch typisch amerikanisch mit den Gebäuden. Hier dieses Indianer-Cowboy-Gemälde an der Wand ist natürlich auch sehr, sehr geil und passt natürlich auch sehr gut zu Montana. Muss man auch einfach mal so sagen. Geil wäre es natürlich noch, wenn wir an den Schaufenster vorbeifahren würden und unser schöner roter Ford Aeromex würde sich in diesen Schaufenstern spiegeln. Das wäre ziemlich cool. Aber gut, ich glaube, das ist so ein bisschen zu viel verlangt. Raytracing im ATS, ich weiß nicht, ob das kommt, ehrlich gesagt. Aber warum eigentlich nicht? Irgendwann vielleicht. Oder im ATS 2. Wenn es sowas hier geben soll, oder Nachfolger für ETS und ATS zusammen. Irgendwie ein World Truck Simulator oder sowas. Dann gibt es vielleicht auch Raytracing. Dass hier einfach mal so die Trucks auf einer Schotterfläche stehen und dann laufen da läuft da laufen Leute mit Schubkarren rum und so. Das ist schon irgendwie cool und witzig und detailverliebt. Man hat ein bisschen was von so einer Modellbahnanlage mit vielen kleinen witzigen Details. Und das sind halt Sachen, die vermisse ich im ETS halt auch einfach so ein bisschen. Genau diese Detailverliebtheit hier. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. In Hannover und in Österreich ist es schon deutlich besser geworden, aber wenn ich jetzt mir das neue ATS-DLC Montana angucke, hat der ATS, was die Detailverliebtheit angeht, definitiv noch so ein bisschen die Nase vorn und ich verstehe wirklich nicht, wo das herkommt. Aber gut, damit müssen wir uns wohl abfinden und ich habe damit als letzter ein Problem, weil ich fahre den ATS ja wirklich extrem gerne. Aber ich glaube, es gibt auch den einen oder anderen, der mit dem ATS und amerikanischen Trucks so wenig anfangen kann, dass ich tatsächlich sagte, warum ist denn der ATS so detailliert und der ETS nicht und ich fühle mich verarscht und so. Ich glaube, die Leute gibt es auch. Aber man kann sich ja im ETS, im Gegensatz zum ATS, weil im ATS gibt es nicht so viele vernünftige Map-Mods, da gibt es im ETS schon einiges. Und im ETS kann man sich da auch sehr, sehr schnell helfen. Also indem man dann einfach die Pro-Mods drüber installiert, dann ist die Standard-Map zumindest schon mal weitestgehend schöner. Und dann holt man sich ja ganz gerne mal noch ein paar andere Map-Mods dazu. Ja, ich habe ja neulich erst ein Tutorial dazu gemacht, wie man meine Map-Kombo zum Laufen bekommt. Und wenn man das alles hat, dann kann man sich, glaube ich, auch nicht darüber beschweren, dass man den ATS detailreicher als den ETS findet. Aber wie gesagt, dafür muss man halt ein paar Mod-Maps runterladen. Aber das ist der Preis. So, wir biegen hier einmal rechts ab, was ich irgendwie zu spät gerafft habe. Aber es ist richtig schön hier. Wirklich. Also, ich würde hier nicht gern wohnen, weil es sieht ein bisschen, hier wo wir jetzt sind, hinter der Kirche und so, sieht es ein bisschen runtergekommen aus. Aber es ist halt von der Umsetzung her einfach geil gemacht. Ich bin überzeugt davon, dass es in Amerika irgendwo wirklich genauso aussehen könnte.
Und wir haben ja vorhin auch wieder einige Screenshots gemacht. Das ist ja bei mir wieder ein Indikator dafür, dass es mir irgendwo richtig, richtig, richtig gut gefällt. Und den Test scheint Montana auf jeden Fall bestanden zu haben. Ich will irgendwie immer Wyoming zu Montana sagen. Kann mir irgendjemand verraten, wieso? Ich will die ganze Zeit Wyoming sagen oder Idaho. Irgendwas stimmt doch nicht mit mir. Und es sind tatsächlich immer noch 100 Meilen, weil wir hier wirklich nicht schnell vom Fleck kommen. Erst sind wir quer durch den Nationalpark gefahren und jetzt haben wir auch noch einen Bahnübergang vor uns und fahren mitten durch eine Stadt. Das ist halt auch, aber das ist halt aber auch irgendwie geil, weil du fährst hier durch eine Stadt, die ist nicht auf der Map eingezeichnet als Stadt, wo du hinliefern und abliefern und so kannst, aber es ist trotzdem eine wirklich schöne Stadt, durch die du durchfährst. Und das gibt es ja im ETS auch nicht. Und da verstehe ich auch wieder nicht, warum. Das ist doch eigentlich nicht so schwer. Aber gut, genug davon. Wir genießen jetzt auf den letzten 94 Meilen diese wunderschöne Landschaft. 200 Meilen haben wir noch geschafft. Die letzten 90 haben wir noch vor uns grob geschätzt. Und jetzt dürfen wir auch 65 fahren. Das sind definitiv über 100 km/h. Oder müssten so ungefähr 100 km/h sein eigentlich. Bisschen mehr, bisschen mehr. Und genießen einfach mal die Landschaft hier. Was wir eigentlich schon das ganze Video über machen. Aber mir geht langsam so ein bisschen der Gesprächsstoff aus. Weil ich habe mir gedacht, 290 Meilen, ja gut, in Montana darf man 60, 65 fahren, das wird schon passen. Habe ich ja nicht gewusst, dass man nur zwischen 25 und 45 in der Gegend von diesem Nationalpark fahren kann. Aber okay, mal verliert man und mal gewinnen die anderen und so. Deswegen passt das schon und diese letzten paar Meilen kriegen wir dann auch noch durchgezogen, vor allem in so einem schönen Gefährt und... Das ist krass. Auf den paar Meilen, die wir hier gefahren sind, hat sich die Landschaft schon mal komplett verändert. Von Wald und Berge auf Wüste und relativ viel Flachland. Das ist schon, oder was heißt, es ist ja keine richtige Wüste, es ist ja mehr so steppenartig. Ich sag die ganze Zeit Wüste dazu, stimmt ja eigentlich gar nicht. Und, aber die Landschaft hat sich wirklich komplett gedreht, seit wir losgefahren sind. Das passt halt auch einfach, weil irgendjemand hat mir im Streamchat auch mal geschrieben, je weiter du Richtung Osten von Montana kommst, desto mehr Bäume hast du und je weiter du in den Westen kommst, desto mehr Wüste hast du. Wir sind ja heute quasi vom Osten in den Westen gefahren und dementsprechend hat das schon mal echt gut funktioniert. Gut, ich werde jetzt nicht überholen, ganz so assi bin ich dann doch nicht drauf, aber... Ich würde natürlich gerne ein bisschen schneller ans Ziel kommen. Da gehe ich wieder im Bahnübergang runter. Dann fährt dann auch gleich wieder ein Zug vorbei. Und das halt einfach an der Stelle, wo man es eigentlich nicht sieht, weil das ist eigentlich keine Straße, die du selbst befährst oder so. Aber es ist trotzdem umgesetzt. Gut, unser Kunde erwartet die Lieferung sehr bald. Ich denke, das sollten wir hinkriegen. 1 Stunde 12 Minuten brauchen wir noch. Wir werden jetzt in den Tempomat wieder rein und geben wieder Vollgas. Und dann gucken wir mal, wie lange wir noch brauchen. Wie viel Zeit haben wir denn noch? 1 Stunde 49, also das sollten wir auf jeden Fall schaffen. Jetzt hat er sich irgendwie auf 35 gestellt. Achso, nein, ich habe ihn eben auf 35 gestellt, weil ich dachte, ich kann damit diesen Ort irgendwie abfedern. Und hier mit 35 durchfahren hat aber nicht so gut funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ja, wir fahren wie gesagt nach Havre, keine Ahnung. Da fahren wir auf jeden Fall hin, aber halt nicht in die Stadt selbst, sondern wir fahren quasi, wie ihr schon jetzt auf der Map seht, fahren wir durch die Stadt durch und biegen dann hinter der Stadt links ab und fahren dann nochmal ein Stückchen raus. Und das habe ich jetzt nicht bewusst so gewählt, aber ich denke mir, es ist eigentlich ganz cool, weil die Straße da oben raus könnte auch nochmal ganz geil sein. Also vielleicht fahren wir da wirklich über irgendeinen Feldweg oder über irgendeine total enge Bergstraße oder sowas. Kann ja alles sein. Deswegen kann es ja im Prinzip nicht verkehrt sein, da einfach mal hochzufahren, anstatt hier wie üblich halt quasi immer mitten in der Stadt abzuliefern.
Da vorne haben wir natürlich eine Polizeikontrolle. Da müssen wir mit genug Sicherheitsabstand dran vorbeifahren. Nicht, dass die Cops uns gleich auch rausziehen. Können wir uns natürlich zeitlich nicht leisten. Ich würde auch gern tanken, aber ich glaube, das schaffen wir davor nicht mehr. Also ich glaube, wir haben ja gar keine Tankstelle mehr auf dem Weg. Wir schaffen aber mit dem Sprit, der jetzt im Tank ist, noch 100 Meilen. Also diese 22 Meilen, die wir jetzt in dem Auftrag noch offen haben, die sollten wir auf jeden Fall schaffen. Wir müssen aber die Wiegestation aufsuchen. Wo ist denn die Wiegestation? Muss ich dafür hier irgendwie rechts abbiegen? Ja, sieht ganz so aus, ne? Wait Station oder Way Station. Ah, okay, hier war ich schon mal. Hier musst du so dämlich im Kreis fahren, um auf der LKW-Waage halten zu können. Damit wir quasi so stehen, wie der Kollege da drüben jetzt da drauf steht, müssen wir einmal im Kreis fahren und wir nehmen ihm jetzt hier einfach mal kackendreist die Vorfahrt, falls er auch auf die Wiegestation will, damit wir natürlich vor ihm da sind. So macht man das in Amerika. Ich sollte Tutorials machen. How to abgestochen werden. So, Gesamtgewicht 63.000 Pfund. Können wir wieder losfahren. Und uns auf die letzten paar Meterchen machen. Fenster gehen übrigens auch runter bei dem Ding, aber die manuellen Fensterheber, die sind leider nicht animiert, die Hebel. Kennt man sowas heutzutage eigentlich noch? Also ich kenne sowas noch, aber ich glaube so die Jüngeren, wenn das jetzt jemand guckt, der so 14, 15 ist, kennt ihr noch manuelle Fensterheber, wo man wirklich kurbeln muss? Wahrscheinlich nicht. So, die Stadt hier ist optisch auf jeden Fall auch nicht hässlich. Ist halt in die Wüste reingebaut, ne? Ist klar, aber ist nicht hässlich umgesetzt. Auch hier diese Werbetafel, Autoparts und sowas. Das ist alles schon echt geil. Und auch ein Nicht-Wüstenfreund wie ich kann sich hiermit definitiv sehr, sehr gut anfreunden. Weil es halt einfach typisch am. Und weil es halt einfach, obwohl es nicht die Landschaft ist, die ich in der Realität feiern würde, ist einfach so authentisch und detailverliebt dargestellt, dass ich es einfach feiern muss, ne? Ist einfach so. Okay, ich habe mich viel zu früh links eingeordnet auf der größten Ansicht im Navi sah das jetzt irgendwie so aus, als wenn wir da irgendwie, ne, ihr wisst schon, als wenn wir viel früher, aber wir fahren jetzt, wir haben ja links abbiegen, haben ja grün. Aber wir haben ja gerade gemerkt, dass wir doch nicht links abbiegen müssen. Bin echt dreist. Ich bin wirklich sehr dreist und frech. So, hier können wir auf jeden Fall auch weiterfahren. Und dann müssen wir hier einmal links abbiegen. Und dann geht es halt, wie gesagt, raus aus der Stadt auf eine Straße, die wirklich nur zu der Firma führt, wo wir hinfahren. Da bin ich natürlich gespannt, wie die so ausgestaltet ist. Linksabbiegeampeln im ATS ist ja natürlich immer der absolute Hass. Erstens mal, wenn du im Konvoi fährst, sind die Grünphasen so kurz, dass nie mehr als ein Truck drüber kommt. Mit ganz viel Glück vielleicht zwei, aber nie im Leben drei. Und zweitens musst du einfach ewig auf Grün warten. Ich meine, schaut mal, wir haben jetzt relativ lange gewartet, plus ein bisschen Reaktionszeit. Dann bin ich losgefahren, habe Vollgas gegeben und jetzt wird die schon wieder rot und ich bin noch nicht mal von der Kreuzung runter. Also das ist schon frech. Vor allem, wenn du im Konvoi unterwegs bist, vielleicht mit noch zwei, drei Leuten, dann ist das schon hart. Dann verliert man sich einfach an so einer Linksabbiegerampel. Und wenn der Letzte an der Linksabbiegerampel losfährt und links abbiegt, ist der andere schon am anderen Ende vom Bundesstaat gefühlt. Aber gut. Waren jetzt hier auf jeden Fall so ein bisschen über Brücken. Milk River, okay. Milchfluss, warum nicht? Kommen wir durch so einen schönen kleinen Vorort. Hier würde ich gerne leben. Einfach so ein kleiner Vorort an der Kreuzung. Ein paar Häuser, ein paar Einfamilienhäuser. Alle mit Garten, Auto davor, weiße Zäune. Schön. Hier würde ich echt gern wohnen. Das fände ich cool, glaube ich. Geht mir niemand auf den Sack. Klar, man wohnt halt an der Straße, wo wahrscheinlich relativ viel Verkehr ist, aber das finde ich jetzt gar nicht mal so schlimm. Ah, Trailer Trash. Okay, ich würde hier doch nicht gern wohnen. Spaß. So, Tempomat haben wir wieder bei 55 rein, dann gucken wir uns die letzten 12 Meilen mal an. Das Feld hier ist halt auch mega cool und wie gesagt, es ist halt einfach weitläufig. Sowas hattest du halt früher gefühlt nie im ATS. Mittlerweile sind die Landschaften so schön weitläufig geworden, sowohl nach links und nach rechts als auch nach vorne und hinten. Kannst so weit gucken, du fühlst dich einfach, als hättest du viel mehr Platz als vorher, fühlst dich gar nicht mehr beengt oder so.
sondern wirklich, als wärst du im echten Leben unterwegs. Oh, ich habe gelogen. Nicht nur die Firma, die wir beliefern, ist hier, sondern tatsächlich noch eine weitere. Habe ich schon wieder Mist erzählt. Aber schön. Gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Die Tour hat mir richtig gut gefallen, hat mich nur nochmal darin bestärkt, tatsächlich, euch das Montana DLC zu empfehlen und ans Herz zu legen. Wir müssen ja hier abbiegen. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen zum Montana DLC habt oder eure Meinung, dann gerne unten rein. Ich lese die Kommentare ja immer, wissen die meisten von euch ja. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.